So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Amnesia, The Dark Descent, beziehungsweise Custom Stories. Jo, im letzten... Hallo? Ja. Die letzte Custom Story war ja mehr was Witziges. Ich weiß jetzt nicht, was mich jetzt erwartet. Wir haben eine Menge verschiedener anderer lustiger. Zum Beispiel so Small Horse hätten wir noch. Fangophobia, Haunted Stairwell, Muscle Davis ist weg, haben wir schon mal gehabt. Ich hatte mir letztens eine... neu runtergeladen. Ich glaube, It's Hurting My Eyes. Das ist vom lieben... Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Es tut mir leid, aber du hast es mir letztens noch geschrieben, dass ich das mal spielen soll. Und ja, ich werde es jetzt machen. Ist nämlich von einem Kollegen von Skashi, nehme ich an, dass ihr Kumpels, Kollegen, irgendwie sowas seid. Bekannte, entfernter Verwandte, Cousins dritten Grades mit leichter Hepatitis. Jedenfalls direkt losgelegt. Another your story, even if I slide down a deep darkened path, I skin my knees, I have got stand right back up, I've got to take my chance now before I, blah, big and bigger, biggest dreamer, dreams, was? Es ist doch der Text von Digimon. Ach du Scheiße! Wie cool ist das denn? Wird also mal wieder eine lustige Story, hätte ich damit gerechnet. Eine kleine Fun-Story. Ja, sowas geht immer. Gerade nach dem ganzen Horror-Ding, was ich heute durch habe, ey. Kommt was Witziges doch zwischendurch mal ganz gut an. The friendliest and funniest custom story. Dauert ein bisschen lang und das Gepfeife ist übelst belastend, ey. Woher ist denn die Musik nochmal? Die kennt man doch. Verdammt. Jetzt habe ich den Namen des Spiels vergessen. Boah, ist das belastend, ey. Enjoy! Jawohl! Oh, kleine Knuffelkatze! Das Pfeife geht voll auf den Sack, ey! Woher ist diese Melodie nochmal? War es Mega Man? Nein. Kein Plan. Oh! Oh, das ist jetzt Knuffels! Das ist ja echt süß, ey. Das sieht ja gar nicht aus wie Amnesia. Voll gut gemacht, neue Texturen, alles. Richtig geil. Pflanzenreich, the most common book in Amnesia. Pflanzenreich Essay. Footbird, bees, wildflowers and sturdy little shrubs. English gardeners must be using the same crystal balls as we are here in the Northwest. In an article, the predictions of leading Brit gardeners sound familiar, except that their garden... centers are flourishing and they remain shell-shocked after suffering through the wettest summer ever. The old Acer Grosserviva Hersey fell over unexpectedly, bla bla bla. Eine Menge Scheiß, auf jeden Fall. Schöne Musik. Oh, ist das süß. Ist das knuffig, ey. Listen, yes, wonder, I love you. Look, oder I dare and love you. Look, this is your house. Your friend Opa Opa lives with you. He is acting strange sometimes, but you love him like a woman. Your boss tried to call you on phone, but it was on airplane mode. Listen, take a look outside. I am sure the weather is good. You can drink the water. Next time, if you read a note like this, please speak very dramatically. Got me? Regards, your mushroom from the inside. Was? Was ist das denn, ey? Was ist das denn? Ich glaub's einfach nicht. Verschlossen. Sogar auf Deutsch mit so einer richtig schönen Geschichtenerzählerstimme. Oh, das ist ja süß. Ist das putzig, Leute. Ich glaube, ihr platzt ein Arschloch, ey. Puh. Erschreckt mich doch nicht so. Was mache ich denn jetzt? Muss ich irgendwas Bestimmtes machen? Irgendwas öffnen vielleicht? In einem... Guck mal, das ist das. Das denn? Die Dinger kommen mir bekannt vor. Erinnere mich an irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr an was. Ach, vielleicht muss ich es ihm geben. Ja, super. Was soll... Was spiele ich hier eigentlich gerade? Now give me a monkey, so I can have babies. A monkey? Ich habe keinen Monkey.
Kein Plan! Renn jetzt raus! No. Du Arsch! Kick your rule, lass mich raus! Verschlossen. You need the usual amnesia key. Was ist denn los hier? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Was ist das denn für ein komisches Spiel, ey? Ach, da ist der Monkey. Das ist irgendwie eigenartig. Das ist so krank. Was ist das? Die wohl krasseste Amnesia-Custom-Story, die ich jemals gesehen habe, ey. This is your key to your door. Aha, und das sind die Babys oder was? Dann nehme ich mal den Schlüssel. Vielleicht das? Hier? Oder hier? Sehr cool. Aber cool gescriptet. Rattens. Jede Menge Rattens. Das wird deinen geistigen Zustand verschlechtern, okay? Lass mich mal Ruhe, in Ruhe, ihr scheiß Ratten. Rattens, lasst mich raus. Vielleicht kann ich ja hier eine Schränke öffnen. Ah, guck mal hier. Was ist das? Kann ich nicht genau deuten. Hüte? Was zur Hölle ist das denn? Usual Amnesia Key, okay. Und ein kleiner Ritter, der betet. Hallo. Ui. Okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen sehr verwirrt noch, aber ich mag den Look. Es erinnert mich ein bisschen an ganz knuffige Spiele. Und ich mag knuffige Spiele. Hey, habe ich etwas falsch gemacht? Sorry, ich möchte es wieder gut machen. Was meinst du? Was kann ich jetzt hier drin machen? Komm, eine kleine Maus. Your Driving Keys, warum ist das eine Maus? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Verschlossen. Ach Gott, Leute, mein Gehirn ist gerade irgendwie voll am Implodieren. Es zersetzt sich gerade selbst. Es zersetzt sich gerade komplett selbst. Laden. Osama, bin. Pokémon! Mit belastenden Hintergrundgeräuschen. Aber eine hübsche Stadt. Ich finde das für Amnesia-Verhältnisse echt genial gemacht, muss ich sagen. Gut, der Rasen ist hässlich. Und die Musik ist voll belastend. Aber es ist einfach mal voll das absolute Gegenteil von Amnesia mit komplett neuen Texturen. Saukrass. Saukrass, Leute. Da winkt mir der Ritter am Straßenrand. Und ein Shop ist auch noch dabei. Also, ganz ehrlich, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, ob ich jetzt Down-Syndrom kriege oder an AIDS sterbe. Eins von beiden wird auf jeden Fall passieren, wenn ich das Spiel durchgespielt habe. Was ist das denn? Es ist so dumm! Kann ich ja was machen? Nee. Ich muss diese Sequenz abwarten, Leute. Und ihr werdet mit mir leiden. Ihr werdet das ganze Spiel durchgehend mit mir leiden. Und am Ende habt ihr auf jeden Fall mindestens 15 IQ-Punkte weniger. Und 3 Vergangenheiten aus der Kindheit wegen dieser Scheiße verdrängt. 3 schöne Kindheitserinnerungen weg. Oh, nö. Ist das Bowsers Schloss? Sieht ein bisschen Bowser-mäßig aus. Strecken kurz. Ich find's auch geil, wie sich die Räder von diesem Wagen drehen. Aber egal. Ich find's auch schön, wie man hinten durch den Wagen durchgucken kann. Nur gut, regen wir uns nicht auf. Es ist, wie gesagt, eine Amnesia-Mod. Es ist nicht mal eine Total Conversion. Es ist wirklich eine Custom-Story. Keine Complete Conversion. Was ist denn da jetzt los? Laden. Und diese Musik, diese Musik. Jetzt bin ich in der Fabrik, wa? Escape Plan, rolling around the speed of sound. Da geht's einfach gar nichts mehr, Leute. Only one way to find out. Must keep moving ahead. No time for guessing. Follow my plan instead. Trust it, what you can't see. Take my lead and I'll set you free. Follow me, set me free. Ich kann ja eh nichts abbrechen. We will escape the city. I'll make you through. Follow me, set me free. Trust me and we'll escape the city. I'll make you through. Prove it to you. Follow me. Oh yeah. Oh! Follow me. Leute. Das war der Songtext von Sonic Adventure 2, Escape from the City. Wie cool. Sind das die nicht aus
aus Dings, aus Team Fortress 2. Ja, das sind sie wohl. Ist echt genial gemacht für Amnesia. Ey, für Amnesia, überlegt mal, es sieht kein Stück aus wie Amnesia. Und es ist keine Total Conversion, Mann. Ich setze mich mal hier ran. Aber die Texturen sind teilweise und die ganzen Sachen sind schon auf jeden Fall Anspielungen auf diverse andere Sachen. Weil die Terminals hier kennt man auch irgendwoher. Ich frage mich bloß gerade, woher ich die kenne. Das ist die Frage, woher kenne ich diese Terminals? Aus irgendeinem Spiel, ach, der Fahrstuhl kommt, okay. Flup! Muss ich es nochmal drücken? Und schnell rauf da. Flup! Genau. Wie gesagt, also, das ist nette Anspielung auf diverse andere Sachen. Richtig krasses Ding. Gucken wir mal weiter. Und schön texturiert, vor allem auch, wie gesagt, ist jetzt nicht irgendwie großartig pixelig oder breiig so. Gut, es ist natürlich Amnesia verhältnismäßig, aber ich finde es schon. Sieht schon schön aus auf jeden Fall. Auch die Typen hier gut integriert. Gut, die sind ein bisschen am Dancen, aber scheiß drauf. Letztes Ding. Da ist unser Boss. Unsere Bossine. Boss Satanten. Son of a bitch told me that I would get it within 3 months. I saved them bundles. They're crazy. I don't think I will ever get it. They betrayed me. They didn't keep their promise. They tricked me and I don't care anymore. And they are using me. And I am the fool. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Danny. Hi, this is What a story, Danny. Do you understand life? Do you? You are tearing me apart! Danny. Aus welchem Film ist das? Everybody betrayed me. I fed up with this world. Ich kann nichts machen, ich bin gerade voll gefesselt hier. Ich muss, kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Anyway, how is your sex life? Ist das hier alles überhaupt irgendwie. Ich weiß ja nicht. Wow, guck mal hier. Narrator is speaking. Let me explain. Your boss fired you because of a mood. Don't let it get you down. It's nice what you hear when the darkest hour has come. You should go home now, but make sure to explore your old workplace here. There might be some jelly beans over there in the toilet. Toll, jelly beans im Klo. Juhu, ich liebe jelly beans. Und ein komischer Bär ist hier auch, der mir irgendwie bekannt vorkommt. Leute, ey, mir stirbt das Hirn. Mir stirbt das Hirn. Was spiele ich hier? Ich kann nicht. Okay, ist in Ordnung. Ich werde deinen Kopf nicht anfassen. Es ist doch nicht wahr, ey. Es ist doch nicht wahr, was hier gerade passiert, Leute. Was mache ich denn hier eigentlich? Es ist so dumm. So verdammt dumm. Das ist die wohl abgefahrenste Scheiß-Custom-Story, die ich jemals gespielt habe. Das ist das abgefahrenste, was ich überhaupt jemals gespielt habe. Es ist. Was? Es gibt einfach keine Wörter, die meine Gedanken gerade beschreiben, außer. What the fuck? Kann ich wieder nach Hause? Ich hab deine Jelly Beans angefasst. So, ab nach Hause. Weh, ich fahr jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Du trollst mich doch! Alter Schwede, was ist denn hier los, Mann? Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Oh, Leute. Was ist das für eine Custom Story? Ich glaube, mir platzt echt irgendwann noch ein Ei. Aber so richtig schön. Bams, weg ist es. Oh, jetzt winkt die ganze Ritter-Family. Ich strich mich nochmal kurz. Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas gesehen. Ich glaube, hiernach muss ich echt in Therapie. Da sehne ich mich wieder nach irgendwas Gruseligem oder so. Ich hätte gedacht, dass es irgendwie so eine witzige. Aber dass es so abgefahren ist. Meine Fresse. Was ist denn das? Ein zerstörter Monsterpanzer über Truck aus. Keine Ahnung. Welches Spiel? Einfach nur. Jetzt schießt ja auch noch. Hui! Wir fliegen hoch und können schlecht texturierte Boden sehen. Job. Aus Pokémon. Genau das ist es. Da, 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 da. Stehen geblieben? Kurz vorm Ziel.
Shit, my fuel is out. Was machen wir da jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Let me explain. Do you hear that fine music playing? Well, that's Toast Waffle, funky string tune. Check him out on SoundCloud and YouTube. Schön. Schöne Bilder. Das ist auch ein schönes Bild. Das ist wirklich sogar ein schönes, sehr schönes Bild. Woher kenne ich das? Daimao only comes out when somebody sneezes. Ach, stimmt. Moment, was ist denn das? Das kenne ich auch irgendwo her. Die Zeichnung kommt mir ganz arg bekannt vor. Woher ist das? Ich weiß es nicht. Ist das Sanji? Sanji, was laber ich denn? Ruffy. Ey, Tales of Symphonia! Das kenne ich. Kann ich was... Nee, komm, ich kann Teller schmeißen. Yay! Ich kann Teller schmeißen! Und Bierflaschen! Ich randaliere gerne. Was mache ich hier? Es geht viel zu schnell auf. Hier liegen tote Schweinchen rum. Die Maschinen for Pigs. Kommt ja bald. Boah, da freue ich mich auch schon drauf. Ein Hundekopf. Lecker. Ist das nicht aus WoW? Ein Taurin? Walter, und zwar in Indien, in Neu-Delhi. Dort herrscht das absolute Verkehrschaos. Straßen in schlechtem Zustand, Verkehrsunfälle, Reihen im Minutentakt. Viele Elefanten mit einem anderen Verkehr. Kann ich auch was spielen? Mega Man! Ne, das ist nicht Mega Man, das ist Aboros Big Adventure! Okay, Nachrichten, schön, ich will keine Nachrichten. Donkey Kong Country Returns. Jumbo Sudoku, jawohl. Roccos modernes Leben, Mario Kart, Arcade, GP, oh, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja nur als Arcade. Und da gibt's wirklich, das gibt's wirklich, da gibt's auch Pac-Man und sowas als Charaktere. Das ist total cool. Was? Ey! Ja klar, ich guck gleich mal hin. Puck Dog in Kitchen, The Game, Mega Man 4, sehr schöne Sachen. Ninja Gaiden, Cornflakes, aha, tolle Karte. Adventure Ponies, richtig geil. Wonderball, das war auch ein richtig geiles Ding, ey. Hab ich alles schon hier? Ja, hab ich. Nein, ich will nicht die Nachrichten hören! Geiler Scheiß. Warum ist meine Maus jetzt aus? Maus? Moment, meine Maus. Ach, ich hasse meine Maus langsam. Die geht so im Arsch, ey. Die ganzen Charaktere, die draußen rumlaufen. Aber wie sie laufen. Oi, 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 oi. Also ich muss sagen, ich bin gerade... ich weiß immer noch nicht, was ich von dieser Custom Story halten soll. Peppers Pepper. Ja, Pepper Ann. So, hier ist sonst nichts weiter. Ist schon Schmuckerladen. Kann man nicht anders sagen. Ist schon richtig Schnufte, wa? So, hier. Ruffy. You can't buy nothing without credit. Richer. Okay, okay, okay. Dann gehe ich halt wieder raus. Was halten wir denn davon? Kann ich nicht. Habe ich vielleicht irgendeine Möglichkeit, irgendwie jemandem was zu geben? Ihm zum Beispiel den Peppers Pepper. Ach, Maxio Hachipu. Ah. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Daher kenne ich das. Dieses bescheuerte Ding aus der Flasche, ey. Nein! Ich bin dir sehr dankbar. Nein! Vor langer Zeit wurde ich hier eingesperrt. Oh, kannst du dich bitte beeilen? Ich bin ich wieder frei. Zum Dank werde ich dich reich belohnen. Was ist das denn? One Omnipotentaler Money. Aha. Dann... Buy stuff with its money and bla. Okay, hier. Was? Ist das bescheuert oder was? Mir platzt das Arschloch. Wo ist denn der Ach, hier. Let me explain. You just received fear for the car. Go home now. You're drunk, I suppose. Was? Ich bin betrunken? Warum bin ich betrunken? Ich hab doch gar nichts getrunken. Was ist denn hier los? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Das macht mein Gehirn kaputt. Ich komme noch nicht mal dazu, irgendwas zu sagen, weil ich einfach nur gerade mir die ganze Zeit denke, ist einfach nur ein ganz großer Moment für mich, dieses ganze Spiel. Sehr schön. Oh, es ruckelt.
Ich gehe mal in mein... Hey everybody, I have an announcement to make. My Little Pony, Son Goku, Freezer, Cooler, sonst was? I'm not because of you, because of the cake. Aha, look at what's happening. Und die paaren sich ja auch wieder geil. Und oh, hallo. You can touch me all the time. Oh, look at my muscles. I can huddle. Oh, ja, geil, ey. Ich bin gerade einfach nur irgendwie ein bisschen schockiert. Ich finde das aber vom Texturing her... Oh, ein Riesenkuchen. Ich würde gerne meinen Riesenkuchen mampfen. Ah, guck mal hier. Oh yeah. Yeah, Leute. Ich hab's doch schon gesagt, ich liebe dieses Lied. Jeder, der mein Darkness Let's Play geguckt hat, weiß es. Ah. gleich mach ich weiter. Ich muss dieses Lied noch kurz genießen. Und ihr werdet drunter leiden müssen. Da da di, di, di. Da 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 dum, dum, dum. Da 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 da. Na, du geiler Chef. Na da 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 da. Wieso hast du eigentlich so ein komisches Gesicht? Wer bist du überhaupt? Das kommt mir bekannt vor. Oh, jetzt geht's los, Leute. Da 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 da. Du 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 du. Da, 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 da. Okay, weiter geht's. Nächstes Lied. Klingt wie aus Yoshi's Story oder sowas. Na, weiter. Oh yeah. Hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Tanzen, tanzen, tanzen. Was gibt's noch? Kenn ich doch irgendwo her. Ist das nicht Yoshi's Island? Wo ich gerade eben bei Yoshi's Story war? Natürlich ist das Yoshi's Island. Richtig geil, richtig geil. Kirby! Kirby! Woo, 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 woo. Ein Scheiß ist das hier, ey. Banjo-Kazooie? Das sagt mir jetzt gerade nichts. Klingt auch wieder wie Kirby. Ist es sogar. Da 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 da. Da 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 da. Na klar, Kirby. Ein Scheiß. Und war's das jetzt hier? Das Spiel ein Ende? Ich glaube nicht, oder? Das ist einfach nur Jukebox-Musik hören. Have fun by guessing all the songs. Ja, das ist jetzt das Rätsels-Ding. Einfach mal die Songs zu raten, von welchem Spiel das ist. Sagt mir jetzt nichts. Mir bekannt vor, aber sagt mir jetzt nichts. Okay, wieder am Anfang. Gut, Leute, das war's dann an der Stelle. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann, ja, irgendwann ein andermal. Auf, dann auf bald auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla. Ich bin total verwirrt.